Angesichts der von der Bundesregierung ab Montag geplanten zusätzlichen Grenzkontrollen warnt die Gewerkschaft der Polizei, GdP, vor einem personellen Engpass. Wir brauchen natürlich Personal. Die Bundespolizei ist im Moment sehr stark gefordert. Sie haben es mitbekommen, an den Bahnhöfen mit der hohen Kriminalität, an den Flughäfen mit den Eindringversuchen und den Eindringen von Aktivisten am Flughafen müssen wir verstärken. Wir haben kritische Infrastruktur auf See, die Pipeline-Anschläge, wo die Bundespolizei jetzt noch mehr gefordert ist. Und jetzt mit den Erweiterungen der Grenzkontrollen wieder eine neue Herausforderung, die kommt. Und wie gesagt, personal, aber auch materiell ist dies alles endlich und die Bundespolizei ist jetzt schon im roten Bereich.